Ich kann gern starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht. Manchmal das Gefühl, da ist ein Zaubertrank gefallen. Ganz ehrlich, also was soll die Diskussion? Wir reden die ganze Zeit, gibt ja mehrere Diskussionen mittlerweile, wie wir Spieler schützen können. Ich habe noch nicht einen Vorschlag gesehen, der die Spieler wirklich schützt. Ich bewundere ihn, weil er bei minus 5 Grad mit einem kurzärmeligen Leibchen dort stehen kann und ich immer 4 Schichten anhabe und denke, boah, ist mir kalt. Die Beschreibung ist relativ einfach. Ich war nicht ganz einverstanden mit der Einwurfentscheidung und ja, ich muss mich wohl daran gewöhnen, dass international gar nichts mehr erlaubt ist. In der Bundesliga kannst du wenigstens ab und zu noch mal reden. International wird es schwieriger. Nee, gar nicht. Also es gibt nichts Konkretes. Es sind ganz, 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 ganz viele Sachen. Es geht um die Protokolle, die alle einzuhalten sind. Da kommt mir vor, als wenn ich auf dem weißen Strich langlaufen muss und wenn ich den weißen Strich nicht mehr kriege, Ärger. Ja, ob die Maske über 2 Meter getragen wird, wir tragen sie nirgendwo, aber da wird dann also penibel drauf geachtet. Die Jungs sind 2 Minuten vor Ende in den Emotionen und stehen und da kommt der Vierte und will die Jungs hinsetzen. Das sind so viele Sachen, wo ich einfach sage, Digga, bodenlose Frage. Ja, also erstmal, du musst nicht nachfragen, aber du fragst nach. Also das muss, ist ja, also das wird dann immer gerne erzählt. Also du musst es nicht machen. Trotzdem haben wir ja gestern auch wieder gesehen, dass es Probleme gibt und dann auch mit deutscher Beteiligung. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt dann nicht nur eine Seite, es gibt leider 2 Seiten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt immer die Option, die ich danach habe, wenn ich den Freistoß gesehen habe. Jetzt würde ich sagen, okay, stell dich auf die Linie. Aber das ist dann nach dem, ja, deswegen sind wir ja und entscheiden vorher. Sie dürfen nachher immer entscheiden oder nachher eine Idee bringen. Das ist dann zu spät. Wie soll ich sagen, da habe ich das Gefühl, dass die Leute, die, und das meine ich genauso, wie ich es jetzt sage, das ist der Dienstleister. Der soll den Wettbewerb organisieren, der soll nicht der Mittelpunkt werden des Ganzen, sondern der soll das organisieren, der soll das im Laufen halten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es das so ein bisschen umgekehrt ist, dass wir das Nebenprodukt sind und der Mittelpunkt ist dann was anderes. Und das gefällt mir einfach nicht. Das kann aber nur mein Gefühl sein. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die gehen mir aber überraschend auf die Eier. Wie sehr juckt mich das persönlich, ja. Uns juckt kratz. Entschuldigt. Ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja wie ruhig gestellt im Gegensatz zu ihm. Wenn ich die Meter machen würde und so hinstehen würde wie er manchmal, wie so ein Sumo-Ringer, dann würde ich ja, das würde ja meine Kniegelenke gar nicht aushalten. Wild. Es geht gar nicht um Abfeiern, es geht einfach darum, dass es auch so ein bisschen darum geht, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Also wir können jetzt gerne auch Polonaise durch die Stadt machen, aber wir haben noch die Chance, nächste Woche Platz 6 zu kriegen. Slay. Und das ist das, was mich stört. Die Pause im November, also bitte seid mir nicht böse, wir spielen normalerweise einen Monat länger. Also dass in diesem Jahr einiges nicht stimmt, das ist doch das Thema. Dass wir auch diesen Stress im internationalen Bereich, dass es gar keine normalen Wochen mehr gibt, ist ja auch nicht normal. Und das haben ja Leute zu verantworten, die so tun, als wenn das alles mal auf einer Arschbacke abgesetzt wird. Und das ist das, was mich ankotzt. Aber wie gesagt, wir sind im Showgeschäft, wie es aussieht, nicht im Fußball. Am Ende geht es darum, wir haben einen Freitagsspieltag, der ist an einen Sender gegangen und dann geht es doch bestimmt darum, dass das Spiel dann eben halt auch da gezeigt wird. Da geht es dann vielleicht gar nicht mal um die Qualität des Fußballs, sondern einfach, dass ein Spiel gezeigt wird. Also was möchten Sie von mir hören, bis auf das ich bin. Ich fand uns da benachteiligt, das habe ich etwas zu laut zum Ausdruck gebracht. Daraufhin hat er mir gelb gegeben und daraufhin auch gleich gelb-rot. Das war ganz schön sass eben, oder? Aber dazu habe ich schon öfter was gesagt und das ist mein Problem. Ja, und das sehen wir ja auch, glaube ich, nicht nur bei uns, das sehen wir bei ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die einfach alle durch sind. Wo es Verletzte gibt, wo es aus meiner Sicht dann nicht mehr um den Menschen geht, sondern einfach nur darum, machen, tun und egal, wie es ausgeht. Und wir sind in diesem Halbjahr, glaube ich, nochmal extra in der einen oder anderen Situation mit einem Schlag ins Gesicht getroffen worden. Aber nochmal, wir stehen auf, wir nehmen es so, wie es kommt und wir freuen uns auf die Rückserie. Und wir werden als Mannschaft daraus gestärkt rausgehen. Und dementsprechend auch alles positiv angehen, um dann wieder erfolgreich zu werden. Ihr kennt mich nicht aus der A-Jugendzeit. Da war ich emotional. Die, die mich kennen, wissen es. Ich stehe ja fast nur noch da und hebe ein bisschen die Hand links und ein bisschen die Hand rechts. Vielleicht komme ich da auch noch hin. Füllen der Kraft, geistige Frische, einfach im Arsch sein
Und wir können jetzt die letzten 1000 Tage, hätte ich beinahe gesagt, die letzten 100 Tage gerne nochmal Revue passieren lassen. Ist es leider so, die Jungs sind durch. Und das muss man leider sagen. Es ändert zwar nichts, dass wir diese drei Chancen einfach hätten besser machen können. Aber ich glaube, zweite Halbzeit war der Einzige, der noch relativ fit da draußen war, war ich. Hey, du Heuer! Zum Ball! Ich kann Ihnen sagen, dass jetzt, wenn ich sage, ich will von Manu schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Trikot haben, ja, weil ich bin ja auch jemand, der sowas auch gerne hat, auch sammelt. Und er hat mich nach der Mütze gefragt, das ist doch auch für mich was Schönes. Und dann haben wir getauscht, alles gut, nichts Dramatisches, passt einfach. Steht ihm auch gut übrigens, Manu habe ich gesehen. Wie sagt man so schön? Siu! Ja, natürlich können wir jetzt über die Pause reden. Ich würde gerne über das andere davor reden. Warum ist dieser Terminstress gekommen? Warum ist das eigentlich alles passiert? Und dazu sage ich ja öfter was. Nee, warum? Also nochmal, ich bin ja Trainer hier. Ich bin ja nicht im Finanzvorstand. Und da musst du einfach konzentriert bleiben und dass die Leute eine Euphorie haben und dass sie feiern, das ist komplett in Ordnung. Auch, dass sie auf dem Rasen sind, ist in Ordnung. Auch das ist klar. Aber dass du, wenn du einzeln verlierst, jetzt hier nicht in Euphorie rausgehst, ich glaube, das ist normal und das sollte man auch dann verstehen. Also erstmal, was ich mit Christian bespreche, bleibt bei uns. Ja. Aber ich würde sagen, wir haben uns auf ein Bier verabredet nach dem Spiel. Ich gehe davon aus, dass ich noch eins kriege. Ja. Es geht was Kaltes, kein Warmes.